Westside Motherfuckers. So, weiter geht's mit Dings. MRO gegen Muränenmann. Ein Battle, worauf ich mich richtig derbe freue, weil Muränenmann ist echt ein schneller Rapper und auch einer, der so ein bisschen abfloat. Und MRO ist so einer, der solche Leute irgendwie gerne disst. Nee. Ich erinnere mich immer gerne zurück an die Runde gegen AIM von MRO. Und ich fand, AIM hatte schon so ein bisschen Ähnlichkeiten vom Rap her mit Muränenmann. Vielleicht hat AIM ein bisschen mehr rumgeschrien, aber Muränenmann ist halt auch so ähnlich, einfach irgendwie so vom Style her. Okay. Ja, ich freue mich. Wir gucken die Hinrunde von der MRO als erstes und dann die Rückrunde von Muränenmann. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich auf dieses Battle. Und ich habe schon viel Gutes über das Battle gehört. So. Übrigens hat Ab die Videos auf YouTube hochgeladen, aber sie sind immer noch nicht auf der Webseite, wie jedes Mal. Der Hund ist wieder da. Wie heißt der Hund? Weiß jemand, wie der Hund heißt? Dicker, was ist das denn? Soll ich mich kaputt lachen? Geile Frisur, Alter, straight aus dem Tuschkasten. Ich rate dir aufzupassen, denn ich glaube, im Johnny Bravo-Kostüm wird man im Berghain nicht mehr rausgelassen. Er bringt auch jede Runde irgendeine Line mit Berghain, Alter. Jede Runde. Ja, da sind ein paar Videoeffekte drin. Er sitzt aber auf dem Stuhl. Ich will nochmal anfangen von vorne. Oder zumindest mal hier. Weil er float ja ganz schön ab. Ich finde seine Mische ist auch immer geil. Wer mischt das denn eigentlich hier? Featuring Gerd McFly. Oh, Spoiler-Alarm. Nee, wer mischt das denn? Ich weiß nicht, ob er es selber macht. Aber es ist krass. Ich finde, es klingt immer sehr, sehr rund und sehr angenehm zu hören. Dicker, was ist das denn? Soll ich mich kaputt lachen? Geile Frisur, Alter, straight aus dem Tuschkasten. Ich rate dir aufzupassen, denn ich glaube, im Johnny Bravo-Kostüm wird man im Berghain nicht mehr rausgelassen. Bald hast du deinen Namen unter einem Vertrag stehen. Wenn nicht mit Rap, dann mit Haarspray. Okay. Die RBA ist wirklich nett zu dir, Mann. Du bist nur in den Heads, weil die Heads in dir waren. So lol. Zu sagen, hast du dich hochgeschlafen, ohne Frage. Aber ohne das nur Homo sagen. No Homo. Mich kennt man für die Texte und den Hund. Dich kennt man für die Scratches mit dem Mond. Und der Rang. Oh Mann, ey, ich muss schon wieder lachen, ey. Warum? Aber es ist auch cool, dass er jetzt irgendwie sagt, mich kennt man für die Texte und den Hund irgendwie. Ist das schon eine coole Aussage. Irgendwie ist genau das, was ich gesagt habe eben. Technik, von der man noch was lernen kann. Angst, Schweiß und Punchlines. Ehrenmann. Fischleins kämen sicher gut, doch noch besser kommt der Typ mit dem Fischerhut. Muränenmann, es bringt mich um den Verstand, dass du weiter bist, dachte Gammels Rückrunde lang. Mutterficker, es ist Gerd McFleasy. Du bist so scheiße, dich Nutte nenn ich nicht mal Sneezy. Wer ist Muränenmann? Ey, den kenn ich nicht. Komm mal ran, Junge, ich zeig dir paar Tennistricks. Geile Hook, Alter. Das ist mal eine geile Hook, Gerd McFly. Nice Hook gekickt. Komm, die hören wir nochmal. Der Typ mit dem Fischerhut. Muränenmann, es bringt mich um den Verstand, dass du weiter bist, dachte Gammels Rückrunde lang. Sondern eigentlich eine ganz coole Line. So, dachte Gammels Rückrunde lang. Der hat ja keine eingereicht. Mutterficker, es ist Gerd McFleasy. Du bist so scheiße, dich Nutte nenn ich nicht mal Sneezy. Wer ist Muränenmann? Ey, den kenn ich nicht. Komm mal ran, Junge, ich zeig dir paar Tennistricks. Die Sonnenbrille find ich wahnsinnig schick. Ey, du schielst nicht, nein, du hast nur alles im Blick. Spaß! Es ist so ähnlich wie die Line von Kollega gegen, wie hieß der nochmal? Gegen Godzilla oder Zilla oder wie auch immer hier. Er hat ein Auge im Geschäft und eins auf der Straße oder irgendwie so, wo ging das? Wenn ihr wisst, wie das geht, schreibt mal in die Kommentare. Sei mal ehrlich, Dicker, bist du zum Betteln hier? Oder wolltest du mit Leslie um die Wette schielen? Ein Treffen zwischen euch wäre richtig krass. Ihr steht so Nase an Nase, doch habt keinen Blickkontakt. Oh Mann, ich finde das immer geil. Er pickt sich eine Sache raus und zerstört es einfach so. Weißt du, er hackt dann vollkommen drauf rum. Er zieht das so ins Lächerliche, dass du einfach denkst, Alter, oh Mann, ey. Schade, braucht Morena einen Zweckreim auf Stadion, wird aus Turmbau zu Babel einfach Babylon. Gegen Gammel hast du AM an der Kamera. Cool Story, grüß mal seinen Vatermann. Das Spendenkonto ist nur der Versuch. Haha, Kohle zu sammeln für den Friseurbesuch. Deine VBT-Karriere lief ja nicht so dolle, doch bei 3 plus immerhin Statistenrolle. Ja, ja, ja. Ich hab humorvolle Punchlines. Dein Rap klingt nach Vorrunde. Angstschweiß. Mit diesem Angstschweiß. Lol. Muränenmann, es bringt mich um den Verstand, dass du weiter bist, dachte Gammels Rückrunde lang.
Ficker ist Gap Mac. Bei ihm ist irgendwie gar kein Übergang zwischen Hals und Kopf. Das sieht so lustig aus, Alter. Guckt euch mal an. Das ist einfach so. Weiß nicht. Fliesi, du bist so scheiße, dich Nutte nenn ich nicht mal Sneezy, wer ist Muren, Mann? Das ist der berühmte Tennishals, sehr muskulös. Ey, den kenn ich nicht. Komm mal ran, Junge, ich zeig dir paar Tennistricks. Ich zeig dir paar Tennistricks. Ich zeig dir paar Tennistricks. Das Fischfilet wird abbestellt. Captain Jenny HDL. Wieso Captain Jenny? Haben die Beef oder war das? Okay, war schon super lustige Runde. Video war auch ganz cool. Jetzt nichts Besonderes so, aber okay, es hat gereicht, dass man ein bisschen Kontext zu den Lines hat und so. Ja. Und ja, die Hook von Gerd fand ich richtig cool. Auch lustig, dass Gerd jetzt die Runde gemacht hat für die Hook gemacht hat für MRO, obwohl er ihn hier rausgehauen hat. Finde ich immer cool, dass man sich danach noch mag und nicht irgendwie dann das persönlich nimmt oder so, wenn der eine in einem Battle halt verliert gegen den anderen. Ja, das hier ist doch, ist das nicht Dings? Es sieht aus wie hier Toni. Okay, so, wir müssen jetzt die Rückrunde. Ach hier, Brian und Nico ist auch schon draußen. Muränenmann, genau, das ist die wollen wir gucken hier. Da bin ich mal gespannt, wie Muränenmann das alles kontert, ob er da den Wind aus den Segeln nehmen kann. Brolos Production. Wenn das mal kein Eigentor ist, Ehrenmann Spaß, die gleiche Formel. Runde für Runde eine Folge stoppen mit Memes. Rap ist kacke, aber die Hoffnung siegt. Die Tuschkastenlein brachte wahnsinnig viel. Ich bringe halt Farbe ins Spiel. MAO ist ein richtiger Held, frottet dank Schweiß, aber übernimmt es dann selbst. Ich überlege, er sagt, MAO hat das Angstschweiß auch selber benutzt. Aber ich wüsste jetzt nicht wo. Also ich habe jetzt in der Runde halt nur dieses, das halt gehört, dass er das wohl gesagt hat. Scheinbar hattest du nicht gerade eine starke Phase. Da würde sogar Johnny Bravo sagen, meine Haare hast du gut beschmutzt. Aber zeig uns doch mal, welches Haarspray du benutzt. Und schon merkst du das Loch im Herz. Bist kein Statist, doch spielt hier keine Rolle mehr. Fällt deine... Oh, die Line ist so alt, Alter. Von Kollege, dein Dingsbums ist wie Heath Ledger, spielt keine Rolle mehr. Ah, welcher Track war das nochmal? Auf jeden Fall von Kollege. Oder Geld ist jetzt wie Heath Ledger, spielt keine Rolle mehr. Das ist auch auf irgendeinem ganz alten, also so mega alt ist der Track nicht. Ich weiß nicht mehr, was auf dem Kollege-Album? Sag mal, wenn ihr wisst, welcher Track das ist, auf jeden Fall von Kollege. Auf jeden Fall, die Line ist ja richtig alt. Nicht Zeit für eine Abschlussline, leitet man halt einfach nur die Gastung ein. Yeah, McFreezy, du bist so hängen geblieben. Ich würde dich mit verbundenen Augen in einem Match besiegen. Es ist Move, Renemann prägt dir das ein. Du bist mit MAO wertloser Scheiß. Er wird gar gute Texte droppen und Gerd denkt, er wäre Federer in den Tennissocken. So, er float ja nicht schlecht, aber der Gesang hat klang schon ein bisschen blöd. Ich finde es eigentlich immer cool, wenn man die Hook auch selber macht und sich nicht immer eine Gasthook holt, weil es halt auch für die Bewertung relevant ist. Allerdings finde ich halt eine geile Gasthook, dass man halt sieht, okay, der hat den und den in der Hook, ist oft interessanter und bringt auch Abwechslung in der Battle-Runde, als wenn man das halt selber macht. Aber wenn man die Hook halt selber auch geil macht, es gibt ja Leute, die können coole Hooks machen, was weiß ich, Akku zum Beispiel oder Sorgenkind Spliftastic oder so, die können ja alle coole Hooks machen. Da ist es auf jeden Fall legitim, wenn die das selber machen. Aber wenn man das halt nicht so krass kann, klar, nimmt man sich einen anderen. Von MRO zum Beispiel, die Hook fand ich auch sehr, sehr geil, die er letzte gegen AIM selber gemacht hat. Die fand ich auch ziemlich cool. Gefragt, wie schnell es geht, dich hier rauszukicken. Keine Ahnung, aber ziemlich sicher augenblicklich, dass ich weiter bin, ist wahrlich keine Wissenschaft. Alles nur im Blick gehabt. Denn die jetzt macht er Witze über Augen wegen den schielen Lines da und dass er alles im Blick hatte. Zum Video. Ja. Also, wie gesagt, das von MRO war jetzt auch nicht so Weltklasse, war halt, sag ich mal, gerade ausreichend. Hier, das ist auch nicht unbedingt besser. Hat so ein paar Effekte eingebaut mit diesen Linien, die gezeichnet sind. Das erinnert mich ein bisschen an dieses Geil hast du Eis-Gedöns. Da hat 3plus das ja auch gehabt.
Ja, vielleicht ist das Video hier ein bisschen besser, keine Ahnung. Die nehmen sich beide nicht viel. Der eine steht halt in der U-Bahn-Station oder wo das da ist und der andere saß, ist halt auf dem Sessel. Direkter Vergleich war doch scherzhaft gemeint. Dich kennt man für den Hund, für den Rap kann's nicht sein. Denn du Pussy bringst du peinliches Gestammel. Geh zu Ames Vater und er streichelt dir die Wange. Skaletta Beats. Okay. Das ist dein liebster Boy, steht die Nase am Mann. Aim ist so arm dran, Alter. Jeder macht jetzt Witze mit seinem Vater, Alter. Oh Mann, ey. Aber das ist halt dann auch zerstört irgendwie in so einem Battle. Wenn in anderen Battle-Runden schon darüber gesprochen wird, ist keine Ahnung, ey. Dann kommen irgendwelche Freunde zu dir, ey, die haben schon wieder Lines über deinen Vater gebracht. Das ist doch scheiße. Dann küsst ihr euch, wird's nicht sein. Denn du Pussy bringst du peinliches Gestammel. Geh zu Ames Vater und er streichelt dir die Wange. Skaletta Beats ist dein liebster Boy, steht die Nase an Nase. Dann küsst ihr euch. Wenn ihr beide euch die Eier leckt fürs Extra, ist es doch das einzige Mal, dass du in den Netz warst. Das ist eine komische Line. Ich weiß, was er aussagen will, aber es ist komisch, komisch verpackt, keine Ahnung. Ironisch, dass gerade du mit Karriere kamst. Jetzt wo deine Hirne im Ende naht, für MAO kommt es nie zum Vertrag. Denn die letzten Angebote und der schrieb bei mir Spaß. Das ist ja auch ganz lustig. Breezy, du bist so hängen geblieben. Ich will gute Texte droppen und... Ja, okay. Also, Moreenmann kann ja so ganz gut flowen und sein Rap klingt auch recht geil. Also vom Stimmeinsatz und sowas kann man echt nicht meckern. Ich fand, seine Konter waren irgendwie ein bisschen einfallslos. Er hat sich so alles, was MRO so gesagt hat, hat er sich irgendwie mal gepickt, mal rausgeschrieben oder so und hat das dann versucht irgendwie zu kontern. Ich find's halt cool, dass er auch wirklich auf so gut wie alles eingegangen ist, auf jeden Front von MRO. Allerdings finde ich, wie die Konter im Endeffekt verpackt waren, war dann nicht so stark. Die Hook fand ich auch nicht gut. Video war nicht unbedingt viel besser als das von MRO. Klar, im Editing vielleicht ein bisschen aufwendiger. MRO hat da auch ein paar Effekte, so Funken und sowas drin gehabt. Aber naja, da tun die sich beide jetzt nicht viel. Insgesamt würde ich das Ding auf jeden Fall in der Hälfte jetzt an MRO gehen. Klar, also das fand ich übelst lustig. Das ist genau mein Humor. Und ja, die Hook fand ich besser. Es war auch geil geflowt. Und ja. Das ist für mich jetzt keine Überraschung. Dann drehen wir den Spieß mal um und gucken uns die zweite Hälfte vom Battle an. Vom Beat, wollte ich schon sagen. Lol. So, aber da ist doch hier Tondichter, war das doch, oder nicht? Brolos Production. Bitte lass meinen Brolos. Beat bei Young Taylor. Ist er wieder in derselben U-Bahn-Station? Sieht aus wie eine Unterführung. Alter, da wird einem ja schlecht. Junge. Um das Teebeuteln geht weiter, ich sollte so langsam ins Grotum schonen. Da hat Nico mit Shreddy und Brian leider Gottes das Bessere losgezogen, damit man auch keine Pointe verpasst. Benutze mehr Pausen als Mike Jones Main, du bist nice. Spaß, völlig verarscht, dich beschäftigt. Verstehe ich jetzt nicht. Hat Moreenmann jetzt keine Zeit? Ist doch nicht Moreenmann jetzt hier. Wo sind sein... Das ist doch... Ist das nicht Tondichter? Warum rappt der... Also, es sieht aus wie Tondichter. Ich hab's nicht so mit Gesichtern. Aber warum rappt der jetzt? Egal. Lass doch mal um den Text hören. Ist ja... Okay, wir haben's jetzt geklärt. Er hat Teebeutel dabei. Um das Teebeuteln geht weiter, ich sollte so langsam ins Grotum schonen. Da hat Nico mit Shreddy und Brian leider Gottes das Bessere losgezogen, damit man auch keine Pointe verpasst. Benutze mehr Pausen als Mike Jones Main, du bist nice. Spaß, völlig verarscht, dich beschäftigt nur, wie man all die Deppen da draußen zum Lachen bringt. Dadurch hast du jegliches Gefühl für Patterns in deinem Bass gefickt. Also, er float ganz cool, muss ich sagen. Der Beat, das gefällt mir eigentlich auch. Young Taylor, cooler Beat. Ging es nach dir, dann bestünde dein Text los. Dreiviertel leere Pointe. Dreiviertel leere Pointe. Dreiviertel leere Pointe, Pointe. Schreib bitte, wie du willst, aber gegen mich ist hier Endstation. Wenn er bald das Ergebnis sieht, wird Emma rot. Du wirst... wird Emma rot. Oh, Mann. Ansonsten, er frontet halt seinen Rap-Stil. Ja, Wortwitz ist da jetzt nicht so viel drin. Er packt schon Wahres rein, also er sagt es natürlich so, wie es ist, mit diesem Spaß und macht dann Pausen dazwischen und er macht viele Pointen und so. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt, also größtenteils schon Punch ist, aber manche Sachen, keine Ahnung, sind halt nicht so
punchen, weil er meistens einfach nur beschreibt, wie MRO rappt, was ja nicht schlecht sein muss. Manchmal stellt man einfach was hin und impliziert damit, dass es schlecht sein muss, was aber andere vielleicht gar nicht schlecht finden, ne? Ich zum Beispiel. Anderen Rapper verglichen, sonst bist du doch irrelevant. Der Grund für deine Belanglosigkeit liegt auf der Hand. Dein Name ist ein Anagramm zu Ron, das ist kein gutes Zeichen. Was man auch versucht, ist es unmöglich, dich zu beschreiben. Ron, ja. Okay, wenn du... Ron? Rom? Der Grund für deine Belanglosigkeit liegt auf der Hand. Dein Name ist ein Anagramm zu Ron, das ist kein gutes Zeichen. Zu Ron? Was man auch versucht, ist es unmöglich, dich zu beschreiben. Man bekommt von dir nur Dreck geboten. Drehst wie du willst, aber das ist der Tritt in die MR-Hoden. MR-Hoden? Was rappt der denn da? Was? Wer will denn schon diesen Penner sehen? Penner sehen? Hätt sogar mehr Bock auf MRT. MRT. Stumpfsinn ist dein Steckenpferd. Steckenpferd. Sonst gibst du nichts Besseres her. Es tut mir wahnsinnig weh. Ich habe gerade gesehen, du hattest vor kurzer Zeit online gepostet, dein Körper bereitet dir starke Probleme. Miese Krise, ich würde ja eigentlich Zuspruch geben, aber dein eigener Körper befördert dich gerade nur auf die Retourkutsche. Ist es etwa Karma, dass man schon mit 28 mit dem Rücken kämpfen muss? Du so high, also bam, Hexenschuss. Ich weiß, also er bringt halt so, das meiste ist irgendwie vollkommen irrelevant, was er da rappt. Aber jetzt zum Beispiel das, jetzt hat er einfach eine Line genommen von MRO aus der AIM-Hunde, mit dem du so hi, also bam, Hexenschuss. Aber das ist halt einfach nicht lustig verpackt irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Ich find's sehr cool, dass er Sachen von seinem Gegner aufgreift, die irgendwie anders verwandeln will und die dann gegen ihn verwenden, so, mit dem Rücken. Aber es ist halt einfach nicht mehr, ist halt einfach nicht lustig. Oder findet ihr das lustig? Gibt's jemanden hier in den Kommentaren, der diese Line gut findet und das lustig findet? Schreibt mir das mal rein. Vielleicht sehe ich das ja nur so. Ich kann ja hier nur meine persönliche Meinung abgeben und das jetzt nicht objektiv bewerten, aber das weiß ich nicht. Wobei, wenn ich's mir recht überlege, dann sollte ja niemand zu leiden müssen. Wenn das Battle vorbei ist, dann gönne ich uns eine Kiste auf deinen Rücken. Mal abgesehen davon, was macht ihr mit dem und dein Tier im Video? Ah, ich hab bis jetzt gemerkt, gleich und gleich gesellt sich gern. Du Ponto, eine Staubsaugervertreters. MRO, Tierschutzbusiness, laut Bursche der Peter. Egal, was für eine Sülze in seine Beschreibungen steht, Finger weg. Die Zeugen Jehovas bewegen sich scheinbar jetzt auch noch im Internet. Reife Tarnung, die du uns servierst, rettet hier. So irgend so eine Scheiße, so völlig an den Haaren herbeigezogen. Das ist doch kein Front. Schön und gut, aber wer rettet deinen Hund vor dir? Doch da er in seinem Hund den Partner fürs Leben sieht, verwirrt er sie einmal im Monat per Candlelight in der Pedigree. Halt deinen Abgang parat, du kannst uns die Kacke ersparen. Wer würde sagen, die Punches sind hart? Der MRO droppt keine Bars, sondern Buff. Oh Mann. Oh Mann. Das hätte eine Runde von mir sein können. Ich rap auch immer nur so eine Scheiße. Ich bin auf die Rückrunde gespannt. Also das müsste aber jetzt eigentlich schon an MRO gehen, ohne Scheiß. Yo, 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 MRO, mein Hund ist der Partner fürs Leben und ich verwöhne sie mit Pedigree. Digga, hast du nicht gesehen, dass der einen Penis hat? Also, das ist ein Kerl, ne? Das ist übrigens ein Dackelmix, der ist voll süß. Der kann auch Sitz machen und Pfötchen geben. Und der kann auch Rolle machen und sich drehen. Und ja, das Rohbau, hört mal auf die Adlibs, Alter, geil. Das ist übrigens, ich verwöhne sie mit Pedigree. Digga, hast du nicht gesehen, dass der einen Penis hat? Also, das ist ein Kerl, ne? MRO-Kasten. Aber MRO-Sack fand ich schon am besten. Übrigens ein Dackelmix, der ist voll süß. Der kann aus MRO-Rodelbahn Sitz machen und Pfötchen geben. Und der kann auch Rolle machen und sich drehen. Und ja, das ist ein ganz lieber so. Und Pedigree ist gar nicht so gesund. Also auch für Hunde nicht. Das ist voll zugepumpt mit, keine Ahnung, schlechten Sachen auf jeden Fall. Aber ey, dann bist du jetzt im Bilde, ne? Panda, 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 Panda. Your beard is weird. Und das Tee. Your beard is weird. Heute geht weiter, du möchtest lieber dein Skrotum schon. Wow, suizidale Einstiegslein, denn schon wieder fehlt das No-Homo. Homo, reg dich über Pausen auf, doch du Pausenclown bist nur neidisch. Weil du atemtechnisch ne Pause brauchst, während ich die Patterns aus Pausen baue. Mich beschäftigt nur wie.
nach dem Krieg. Ich kenn, er kann ja schon flowen, er kann schon rappen, gell? Also, auch wenn er so ein Fuzzi ist, der halt einfach so lustige Lines droppt, kann er die trotzdem gut und souverän rappen, muss man echt sagen. Okay. Fehlt das nur Homo. Homo, reg dich über Pausen auf, doch du Pausenclown bist nur neidisch, weil du atemtechnisch eine Pause brauchst, während ich die Patterns aus Pausen baue. Mich beschäftigt nur, wie ich die Leute zum Lachen krieg. Ja, das stimmt doch, purer Neid auf dein Gesicht, denn das kriegt das viel krasser hin. Ey, ging es nach dir, müsste ich hier nichts kontern, denn du sagst dreimal dreiviertel leere Pointe, doch hast damit zwei Lines. Ja, diese eine Adlib fand ich gerade ein bisschen blöd, dieses denn du. Wie ich die Leute zum Lachen krieg, ja, das stimmt doch, purer Neid auf dein Gesicht, denn das kriegt das viel krasser hin. Das kriegt das weh krasser hin. Ey, ging es nach dir, müsste ich hier nichts kontern. Denn du sagst dreimal dreiviertel leere Pointe. Doch hast damit zwei Lines geschrieben mit vierviertel leerer Pointe. Wow. Beim Ergebnis wird der MR rot. Ich sag nicht, dass solche Lines peinlich sind. Ich sag nur eins, diese Line sagt mir, dass ich weiter bin. Du recherchierst meinen Hexenschuss und freust dich voll, Mann. Aber die du so high, also Bamline, ist nicht witzig, solange mein Vater mich nicht ins Kreuz geboxt hat. Ich werd mit anderen Rappern verglichen. Entweder bist du verwirrt oder meinst das ernst und wir. Also diese Autotune-Adlibs gefallen mir nicht so. Ansonsten klingt es recht kräftig und cool. Also auf dem Beat float er auch ganz geil. Wie gesagt, diese Autotune-Dinger hätte er vielleicht weglassen sollen. Lol, wo ist der Ton? Hier. Geschrieben mit vier Viertel leerer Pointe. Wow. Beim Ergebnis wird der MR rot. Erinnert mich ein bisschen so an MC Fitti. Sag nicht, dass solche Lines peinlich sind. Ich sag nur eins, diese Line sagt mir, dass ich weiter bin. Du recherchierst meinen Hexenschuss und freust dich voll, Mann. Aber die du so high, also Bamline, ist nicht witzig, solange mein Vater mich nicht ins Kreuz geboxt hat. Ich werd mit anderen Rappern. Ja, das war auch nicht so ein cooler Konter mit dem Vater Bam. Verglichen, entweder bist du verwirrt oder meinst das ernst und wirst, während du mir das sagst, von einem anderen Rapper grad synchronisiert. MRO ist ein Anagramm zu Rom, ich glaub, dass das eine gute Line ist. Danke für die Props, mein Freund, denn du sagst, du findest mich unbeschreiblich. Jetzt raff ich das. Rom, Alter. Oh, ich hab immer Ron verstanden. Deswegen unbeschreiblich. Wegen Rom und Ram. Ach du Scheiße. Alter. Erstmal Props an mich, weil ich so dumm bin. Und Props an MRO, dass er es geklärt hat. Aber jetzt, wo ich es gerafft habe, finde ich es nicht mal besser. Ist ein Anagramm für Rom. Unbeschreiblich. Ernst und wirst, während du mir das sagst, von einem anderen Rapper gerade synchronisiert. MRO ist ein Anagramm zu Rom. Ich glaube, dass das eine gute Line ist. Danke für die Props, mein Freund. Denn du sagst, du findest mich unbeschreiblich. Für so ein heftiges Anagramm musst du echt lange gesucht haben. Ich mein, guck dir meinen Namen mal an. Guck, der hat immerhin drei ganze Buchstaben. Verkackte Wortspiele punchen, vor allem so Worte wie MR Hoden. In MRO fehlt zwar das H, aber immerhin ist in beiden ein O drin. Du hast. Das hab ich mir auch gedacht, Alter. Voll dumm. Lol, das stand, guck mal, der Hund. Crazy. Alter, das sieht voll gruselig aus. Würde ich direkt mal als Profilbild nehmen. Speicher dir das als Standbild. Mehr Bock auf MRT, da hast du meinen Namen wieder schön genutzt. Schade nur, dass mein Punchline technisch da dann wieder in die Röhre guckt. Du hast den Beat geleast, ey, du bist noch intelligenter, als du aussiehst. Ich mein, wer ist bitte so schlau und zahlt noch Geld dafür, dass er rausfliegt? Die Retourkutsche wird von meinem Steckenpferd gezogen. Du wirst bestimmt sind vor mit Workplace aller MR Hoden. Nice. Du wandelnder Zwinkers. Ja, das konnte der ein bisschen zu oft gerade. Schielst auf meinen Rücken, aber aufgepasst. Vor der Kiste auf meinen Rücken spendiere ich dir den Augenarzt. Weil du schielst. Weil du schielst. Das ist so stumpf, Alter. Ich find's eigentlich lustig. Krass, was du für Thesen hast. Gleich und gleich gesetzt sich gern. Doch dein linkes und dein rechtes Auge widerlegen das. Bin ich Laufbursche der Peter oder Zeuge Jehovas? Oder bin ich nur ein Reim auf Staubsaugervertreter? Ich finde ihn einfach lustig, keine Ahnung. Ich dachte, ich mach mal eine Pause. Pause, Pause. Ich hab einen Hund im Video. Dieser Front funktioniert echt top, wenn man selbst einen im Video hat, der dann aber voll mies performt. Aber ist schon okay, so wie der das macht, ist tondichter brav, geb ich dem auch was vom Pedigree ab. Siehst du, ist doch tondichter. Pedigree ab. Und dein Beyblade-Auge. Beyblade-Auge. Ist ja echt der Hit. Ich so high, dein Auge so. Let it rip. Und wenn du mal nicht ins Bergheim kommst, Spaß, als ob du nicht ins Bergheim kommst. Ach, da war die Bergheim-Line. Ich hab schon drauf gewartet. Okay, also Hinrunde fand ich besser. Wie gesagt, das mit den... Was? Das ist ein geiles Meme. 226, wenn ich nach Mikes und Tamu Dupasch markant in den Paarungen suche.
Egal, ich kommentiere später. Alter, richtig lustig. Also, für mich MRO klar weiter. Ja, das mit diesen Autotune-Adlibs hat mich ein bisschen gestört. So ein Klangbild. Ansonsten ein paar Sachen zu oft aufgegriffen. Ich habe wieder ein paar Mal gelacht. Also für mich ganz klar, da brauche ich nicht überlegen. Das geht an MRO für mich. Das geht an MRO. Ich habe mich echt aufs Battle gefreut. Ich denke, das wird auch klar. Mal gucken, was sagen die Kommentare hier. Speedy 2-0 MRO hat gegen Murenmann echt gut aufgedreht. Hab schon Bock auf seine Viertelrunde. Aber Autotune sollte er lassen. Das stört mehr, als dass es hilft. Ja, genau, sehe ich auch so. Alter, das Intro alleine killt schon. MRO, Alter. Your beard is weird. Die Beyblade-Line, ich sterbe. Die fand ich gar nicht so lustig, aber okay. MRO-Lator ebenfalls stark gekontert. Ist ein cooles Battle geworden. SBO-Rap-Battle. Alter, die Runde killt Hammer, MRO locker weiter, schon ironisch im 16. und 32. fand ich ihn schwächer. Der Hund ist nice. MRO eher M-Viertelfinale, jo. Weil in beiden ist ein R drin. Ey, der wird auch so ein Running Gag, Alter. Der ist ja schon, wird ja schon geiler als ein Ball. So. Ja, war auf jeden Fall ein cooles Battle. Von den drei Battles, die ich gesehen habe, das coolste bisher. Was habe ich denn gesehen? Lambda gegen TJ? Was war das andere? Ach, Bernd und Dings, ja. Doch, nee, das fand ich hier dann schon das coolste Battle. Ich bin so auf Engine und Dima gespannt, ohne Scheiß. Und Neko und Brian, das ist schon online. Gucke ich mir vielleicht gleich noch an. Ach, wisst ihr was? Ich guck's mir noch an. Dann habe ich's gemacht. Ich wünsche euch was. Stay Pam, tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.